Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Unity. Ja, gestern angekündigt, heute doch nicht ausgeführt. Ich bin doch schon wieder vor meinem Computer mit einem PlayStation Controller in der Hand und wir nehmen wieder Assassin's Creed Unity auf. Ich habe mittlerweile bemerkt, dass ich tatsächlich erkältet bin. Aber trotzdem werde ich jetzt zumindest diese eine Aufnahme hier heute machen. So. Da haben wir einen Schnellreisepunkt. Wie gesagt, wie es nach dieser Aufnahme hier weitergeht, muss ich mal gucken. Momentan, ihr hört das wahrscheinlich auch ein wenig. Ich bin echt angeschlagen. Mein Hals macht auch nicht mehr so wirklich mit, aber momentan hält es sich alles noch in einem zu verkraftbaren Ausmaß. Auch wenn das Schlucken arg anstrengend ist, aber ich denke mal, gemeinsam schaffen wir das. Wir wollten dieses Video ja... Moment, Leute. Ich muss kurz kontrollieren. Nee, alles klar. In diesem Video wollten wir ja gemeinsam etwas die Hauptsequenzen weiterspielen, beziehungsweise die Hauptsequenz weiterspielen. Boah. Schick. Da unten tobt ein Kampf. Und da haben wir ein Sammelobjekt. So. Das müsste sich auf dem Dach befinden. Wir probieren es mal. So. Oder halt auch nicht. Unten, tatsächlich unten. Ich glaube, hier waren wir auch schon einige Male. Ich schaue gerade. Ob es wohl dieser Eingang da hinten ist? Der ist mir ja schon arg weit weg. Wir probieren es mal. Natürlich kann man hier wieder nirgendwo durchgehen. So. Und einmal hoch da. So. Ich bin gespannt. Aha. Aha. Ne. Nicht so wirklich. Dann höchstens hier. Ansonsten war es das mit meinen Ideen. Ja, ja, mir tut auch alles weh. Glaubt mir, das ist echt anstrengend, hier so rumzusprinten die ganze Zeit. Ah, das war das Haus, durch das wir mit Napoleon geflüchtet sind. So. Wie viele Dietriche haben wir? Ah, juhu. Ist ja super, dass wir einen Dietrich haben. Richtig gut vorbereitet mal wieder. So, jetzt einfach nur Geduld haben, nicht direkt drücken, dann schaffen wir es auch gemeinsam mit zwei. Denn die sind ja auch recht groß, die Flächen hier. Wie gesagt, nur direkt drücken ist recht schwierig, weil meistens denkt man, drücken und dann ist man längst vorbei und dann hat es mir dann doch nicht geklappt. So. Apropos geklappt, vielleicht klappt es mal, dass wir einige Dietriche finden. Ich zweifle dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Immerhin einiges an Livre. Ja, wir scheinen hier richtig zu sein.
Moment. So, 14 von 15. Haben wir die 15. markiert? Nö. Ah ja. Es sei denn, das ist die hier. 4 von 5. Ich habe keine Ahnung. So, wir wollen erstmal hier raus und dann gehen wir in Richtung der Truhe da oben. Schon wieder Geld im Café Theatre. Das geht auch jetzt recht zügig. So. Hier müsste der Ausgang sein. Perfekt. So. Darf ich mal bitte? Danke. So. Und wie gesagt, ich würde sagen, mit den Truhen arbeiten wir uns jetzt langsam in Richtung Hauptsequenz vor und werden dann in diesem Video die Hauptsequenz weitermachen. In den letzten Videos haben wir uns wieder etwas um die Nebenaktivitäten gekümmert. Wir haben einige Truhen gesammelt und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, mit der Haupterinnerung fortzufahren. Ist hier eine Treppe drin? Ah ja. Ja, das Volk erhebt sich auf jeden Fall. Wie komme ich denn dahin? Übers Dach? Eine Treppe haben wir hier nicht. Auch keine Leiter, nur ein Spiegel. Sehr verwirrend. Ah, oder hier? Ne. Hä? 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 Ah, die Dachluke. Runter bitte. Runter bitte. Tja, Rätsel gelöst, würde ich sagen. Runter. Oh, jetzt wird spannend. Eins. Mist. Natürlich ist der nächste Händler wieder über 100 Meter weit weg. Wie soll es denn noch anders sein? Wir brauchen unbedingt irgendetwas, das uns mehr Dietriche gibt. Oh Mann. Übrigens, die ganzen Phantomsachen, Phantomgürtel und so weiter, schalten wir mit meiner guten App frei. Das heißt, das ist davon abhängig, wie weit ich da aber vorankomme. Momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, meine Gilde strahlt in Pracht. Und ich habe sogar immer 3.000, 4.000 Punkte übrig. Wer vielleicht von euch die App schon mal gesehen hat. Es läuft super. Also, da sehe ich gar kein Problem, nur dass wir da auch alles freischalten können. Sogar recht einfach gehalten. Hallo. Ist halt im Nachhinein nichts anderes als die Bruderschaft aus Brotherhood oder als Kenways Flotte aus Black Flag. Ist wirklich gar nichts anderes. Zweimal ohne Nachladen. Giftgas. Noch mehr Schadensausfall. Eisenfell, das dickste Fell. Dickeres, das dickste Eisenfell. Ist schon klar. Nee, aber wie gesagt, dafür müssen wir überwiegend die Koop-Mission spielen. Das ist ja beim letzten Mal auch nicht so rosig funktioniert. Ist auch ziemlich blöd, ohne mit dem Partner kommunizieren zu können, im Sinne von reden.
Ist auch ziemlich blöd gewesen. So, da oben drauf, dann wieder durch die Dachluke, das wissen wir ja diesmal. Hält natürlich alles ein wenig auf, aber ich bitte euch, das gehört alles dazu. So. Ah, Mann. Komm schon. Ey. Boah, diese Ignoranz. Wie er mich einfach nicht versteht. So, diesmal aber. Und einmal knacken. Eins. Zwei. Scheibenkleister. Au, das tut immer als weh. So. Also mit Dreierschlössern ist echt nicht zu spaßen. Vor allen Dingen einfacher wird's nicht. Das ist sozusagen ja der Stand, mit dem wir jetzt die restlichen Truhen knacken müssen. Das könnte spannend werden. So. Wir schauen auf die Karte zur Orientierung, haben da die Haupterinnerung. Mord in den Korridoren, der macht, das machen wir später. Ich würde sagen, wir holen uns lieber die Truhe hier. BZW. Wir sind jetzt eh einmal hier. Wir könnten uns theoretisch das Artefakt holen. Und nur die Mission später machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ah, hier wollte ich nicht rein. Eigentlich. So. Hier ist scheinbar nicht mal ein Sperrbezirk. Das heißt, wir können einfach rübergehen. Das ist ja auch mal was Feines. So. Weil eventuell haben wir dann die Wappen hier alle gesammelt. Das wäre schon mal schön. Wieder einen Schlüssel verlegt. Wir helfen mal. Ich weiß gar nicht, wie angespannt ich jedes Mal bin. Auf mit der Tür. Mordfall, wie gesagt, später. So. 4 von 5. Und da würde ich sagen, jetzt geht's auf Richtung Hauptmission. Wir überlaufen die dann, holen uns da die Truhe und machen dann, wie gesagt, die Erinnerungssequenz. So. Wenn Arno hier nicht stolpern würde, natürlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Wow. Entschuldigung. Beeindruckende Menschenmasse. Entschuldigung, Entschuldigung. 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 So. Leider schon stärkere Frame-Einbrüche hier in der Ecke. Deshalb bin ich jetzt nochmal ein bisschen schneller durchgelaufen. Und, oh. Sowas finde ich dann wieder beeindruckend. So größere Plätze hier. So, da oben müssen wir hin. Hier sehe ich jetzt gerade keine Sackgasse. Ich sehe hier gerade keinen Eingang. Da würde ich sagen, probieren wir es mal oben. Ist ja wirklich direkt bei der Haupterinnerung. Beziehungsweise bei unserer nächsten Sequenz, um die wir uns kümmern möchten. Ach, das ist einfach auf dem Dach. Ja, okay. Das kann natürlich auch sein. Dann müssen wir gar nicht in das Gebäude rein. So. 250 Livres ist auch in Ordnung. So. Okay, da würde ich sagen, geht es weiter. Eventuell schon mit der nächsten Attentatsmission. Ich bin gespannt. Louis Michel Le Pelletier, ein Abgeordneter des Nationalkonvents, ist Teil von Germans Plan. Findet heraus, was er weiß und tötet ihn. Sequenz 10, Erinnerung 1, direkt so etwas. Das kann ja was werden, Leute.
Oh Mann. Januar 1793. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, da wollte der gerade ein wenig Elise anbaggern, beziehungsweise angraben, doch Arno hat es, wie ich finde, recht elegant unterboten. Okay. Es geht also weiter zum Palais Royal. Oh Mann, dass wir Desart hier auch treffen. Desart, da passiert bestimmt auch noch was mit dem, der ist schon so oft aufgetaucht. Weinlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Talien. Ah, unser Ziel. Sehr schön. Le Pelletier eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Einmalige Attentate 1, Wachen 69, Zugänge 14, Verstecke 17. Louis Michel Le Pelletier de Saint-Fergent wurde am 29. Mai 1760 in Paris geboren. Im Zuge einer vielversprechenden Karriere wurde er 1779 Ratsmitglied des Pariser Parlaments. Vor der Revolution waren Parlamente Teil der Judikative und hatten keine gesetzgebende Funktion. Obwohl er eigentlich noch zu jung für dieses Amt war, wurde er mit Sondererlaubnis zugelassen, höchstwahrscheinlich dank eines Eingreifens durch die Templer. Neben anderen juristischen Aktivitäten stieg er bis 1789 zum Leiter dieser Institution auf und wurde von den Generalständen zum Repräsentanten des Adels gewählt. Schon bald wandte er sich von seiner adligen Herkunft ab und unterstützte die Ziele des dritten Standes. Er verschrieb sich im Anschluss ganz der Politik und war im Juni 1790 fast 2 Wochen Präsident der Konstituante. Als Rechtsanwalt wirkte er bei einem Entwurf des Strafgesetzbuches mit, dessen hervorstechendster Punkt ein Vorschlag zur Abschaffung der Todesstrafe war, eine Idee, die allerdings verworfen wurde, die aber heute rechtsgültig ist. Verdammt langsam!
So. Bin gerade etwas konzentrierter. So. Okay. Das hat nicht so gut funktioniert, aber immerhin, wir haben es hinbekommen. Infiltration wird wohl durch die Fenster sein. Mit der Weinlieferung, vielleicht können wir die vergiften. So. In einem Misthaufen. Erledigen wir unseren eigenen Berserker, sei es drum. So, wir haben eins von zwei Berserkern. Boah, da hat unser Arno Blut im Gesicht, meine Güte. So. Was wollte ich sagen? Ja, Infiltration wahrscheinlich durch die Fenster. Attentat wahrscheinlich mit der Weinlieferung, die jetzt verschwunden ist, seltsamerweise. Hier. Fürchtest du dich vor meiner nicht gemeinten Intervention? Der wäre das zweite Doppelattentat gewesen. So. Das soll jetzt mal reichen. Immerhin, sie haben tatsächlich den Weg gefunden. So. Tja, das mit deiner tollen Bombe hat wohl nicht so gut funktioniert. So. Wir müssen noch einen Berserker mit einem ein Grobian mit einem Berserkerpfeil vergiften, Entschuldigung. Da war gerade ein Dreher drin. Hallo. Ich nehme mal Dietrich hier mit, wie immer. Denn die können wir immer gut gebrauchen. Auch für den Fall, dass hier drin irgendwo etwas versteckt ist in Richtung eines Schlosses. Willst du meine Kunden vergiften? Pardon, Maître? Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon und... Das könnte ich weiß nicht wovon. Wir bräuchten noch Grobiane. Die Frage ist, wo finden wir die? Die Frage ist, wo finden wir die? Ich überlege gerade, wo ist eigentlich die Infiltrierungsaufgabe? Infiltrationsaufgabe. Beziehungsweise Möglichkeit. Der wird erstmal ein bisschen aufräumen. So. Sehr schön.
Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal Richtung Giftattentat. Ich sage euch, die Amerikaner werden uns beistehen. Glaubt ihr das? Wie könnten sie nicht? Moment. Das Joch der Tyrannei. Was steht hier vor sich? Das Joch der Tyrannei ist eine Sache, das Joch der Finanzierung eine ganz andere. Oui, Monsieur. Eine Flasche eures besten Weins. Heute feiern wir. Auf ein Wort! Nun halte still, sag ich! Nee, da möchte ich gerne den letzten Checkpoint laden. Nee, da ist blöd gelaufen. Wie machen wir das denn dann? Ihr habt gerade gesehen, hochschleichen klappt nicht so gut, weil die uns sofort sehen. Ich habe versucht, eine Menge unterzutauchen, aber weil die Anzeige bereits im roten Bereich war, haben sie danach gesehen und dann sind wir natürlich aufgeflogen. Tut mir übrigens leid, wenn ich momentan etwas weniger kommentiere. Liegt natürlich einerseits an meinem schmerzenden Hals, aber hauptsächlich daran, dass ich mich ein wenig konzentrieren möchte, um das Attentat hier möglichst gut über die Bühne zu bringen. Da wir ja, ich erinnere mich, Notre Dame Video, ich weiß es nicht, 10 oder sowas. War ja wirklich sehr peinlich. Was? War ja klar, ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. So. Genau so geworfen von hinten. Ich lass dich ausbluten. Stirb! Weiter! Na los, na los! Ich jage ihn hoch! Schafft euch! Ich sehe gerade nicht so viel. So. Den einen habe ich jetzt zwei Pfeile reingewirkt. So. Hier ist nichts. Oh oh. Der muss verschwinden, der Kerl. Gleiche wie gerade, raus hier. Das kann nicht sein, ich war direkt hinter dir. Kürzung? Du les clients sont égarés. So. Mich wirst du nicht los. Komm mal gucken. So, wir brauchen noch einen Grobian. Den nehmen wir wieder, den hier hinten, den wir vorhin auch genommen haben. Das hat hier gut funktioniert. Also ich war das nicht. So, haben wir das? Willst du
meine Kunden vergiften. Pardon, Maître? Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon. Das könnte noch nützlich sein. Ich weiß nicht wovon. Ja. Hör auf zu quatschen. Es darf nicht wahr sein. Wisst ihr was? Ja, ich bin ein Assassine. Auf Wiedersehen. Und, machen wir es halt auf diese Art und Weise. Nichts als ein krimineller Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung! Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Die Stimme von Liam Neeson übrigens, bei unseren guten Weisen. So, es war ein schöner Kopfschuss. Ja, das weiß ich. Oh. Das ist aber nicht der beste Ort, wo ich hier gerade gelandet bin. Hier werfen wir noch eine Rauchbombe, das sollte reichen. So. Sollten wir doch glatt sogar die Truhe hier mitnehmen können. So. Ah ja, die Tür ist verschlossen, die dahin führt. So. Hier haben wir übrigens eine blaue Mission, die ich durch die App freigeschaltet habe. Hat sich ja gelohnt, hier reinzugehen. So. Jetzt knacken wir die Tür. Eins. Zwei. Und auf damit. Was macht der denn da? Ach so. So, und nehmen wir natürlich die Truhe mit. Was war das denn jetzt? Teleportation. So. Hier geht's lang. Und dann flüchten wir jetzt hier aus dem Gebiet. So. Auf Wiedersehen. Ja, sehr schön. Ja, immerhin.
Ach so, im Besitz. Ja, dann ziehen wir die natürlich an. Wobei ich mich gerade frage. Ja gut, aber der Schleichenswert ist schon ordentlich. Wir nehmen die mal. Auch mit dem Gestreiften sieht ihr ganz schick aus. Vor allen Dingen war es ja kostenlos. Das darf man nicht vergessen. So. Okay, das ist doch bestimmt wieder das Ziel eliminieren. Das können wir mal eben machen. Dann kann ich mit meiner App nämlich einige weitere Aufgaben erledigen, wo wir gerade mal hier sind. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wo führt uns jetzt die Haupterinnerung hin eigentlich? Eine Frage am Rande. Bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind, Leute. Ich sehe es nicht. In dieser Richtung. Ich sehe die Richtung nicht mal. Bin ich blind? Da. Die Hinrichtung. Germain ist irgendwo auf der Tribüne und schaut sich die Hinrichtung von Ludwig dem 16. an. Oh. Das ist aber interessant. Ne, da machen wir aber vorher noch mal ein paar Nebenaktivitäten. So, das Ziel eliminieren. Pipapo ist immer das gleiche. Nichts allzu Besonderes. Ein Extremist. Den holen wir uns natürlich. Im Laufschritt sogar. So. Sehr schön. Das spart mir nämlich in der App einiges an Arbeit. Da würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt einen kleinen Schnitt, sobald wir hier oben drauf sind. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit einigen Nebenaktivitäten. Wir sammeln Truhen und können vielleicht den einen oder anderen Mordfall lösen. Bis dahin sage ich mit dieser Aussicht vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen hier bei Assassin's Creed Unity. Ciao, Leute.